Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einem niegelnagelneuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie schon lange, 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 lange im Vorfeld angekündigt, hatte ich ja in Aussicht gestellt, dass ich Xenoblade Chronicles 3 möglichst nah zum Release spielen möchte, beziehungsweise Let's Playen möchte. Das eine geht ja mit dem anderen einher. Und ich habe es nicht pünktlich zum Release geschafft. Also ich hoffe, ihr hattet gestern alle einen wundervollen Release Day und seid schon ordentlich eingetaucht. Ich starte jetzt hier mit ein bisschen Verzögerung und ja, werde euch heute mit einer kleinen Doppelfolge, sage ich mal, entschädigen in Anführungsstrichen, weil mein Release-Tag war voll mit Stress, Stress auf Arbeit, Stress privat. Alles ist schiefgelaufen, was nur schieflaufen konnte. Und ich nehme das trotzdem am Freitagabend auf, denn ich wollte eigentlich den Tag abhaken und mich schlafen legen und ich konnte nicht einschlafen. Dieses Spiel hat mich quasi komplett durch die Wohnung angestrahlt und die Neugierde hat mich jetzt quasi nochmal aus dem Bett getrieben, vor die Konsole, vor den Rechner und jetzt sitze ich hier spät abends und spiele, obwohl ich eigentlich vor 5 Minuten noch schlafen wollte. Solche Geschichten schreibt das Leben manchmal und ich bin jetzt gerade so hellwach und so gehypt. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung und ja, mal gucken. Mal gucken, wie viel ich heute aufnehme, mal gucken, wie die ersten Eindrücke sein werden. Eine ganz dringende Bitte habe ich noch, aber das, also eigentlich erklärt sich das von selbst, aber bitte spoilert mich nicht. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele Leute auch aus meiner Community da draußen das schon spielen. In, ich sag mal, in den allermeisten Fällen zu 99,9% geht das auch gut bei Blind Let's Plays, aber bitte wiegt ab, was ihr in die Kommentare schreibt und nehmt nichts vorweg. Das wird wahrscheinlich ein ultralanges Let's Play werden, genauso lang mindestens, vermute ich mal, wie auch Teil 1 und Teil 2 schon gewesen sind. Und ich kann es kaum abwarten. Und deswegen drücke ich jetzt auch, so wie das Spiel es von mir verlangt. Das Spiel wurde aktualisiert. Um die Details einzusehen, drücke Minus. Minus, sagt man das so im Nintendo-Jargon? Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Auf dem Titelbildschirm. Okay. Machen wir. Also, ich finde diesen Startscreen irgendwie schon so geil. Also, ich meine, der weicht jetzt nicht so großartig ab, objektiv gesehen, von den anderen Startbildschirmen aus den Vorgängern, aber irgendwie hat der was und ich kann es nicht begründen. Noch nicht. Vielleicht kommt die Erkenntnis irgendwann. So, die Kamera will ich auf jeden Fall normal lassen. Invertierung ist definitiv nicht gewünscht. Neigungskorrektur, keine Ahnung, was das alles soll. Ich lasse das mal auf normal. Tun. Wie gut ist das Ding gebalanced? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich neige immer dazu, Musik und Soundeffekte zugunsten der Stimmen ein bisschen nach unten zu schrauben. Wir werden mal ganz vorsichtig anfangen, indem ich das um jeweils eins zurückschraube. Audioausgabe, Konsole. Was sind die Alternativen? Wir bleiben mal bei Konsole. Ich hoffe, das passt so. Ich hoffe, ihr hört alles, aber laut meinem Aufnahmeprogramm sieht das gut aus. Auch wenn die Musik im Hintergrund, die übrigens wunderschön ist, noch sehr bedächtig gerade zu hören ist. Juwelen und Kochen. Da zeichnet sich doch schon wieder ab, wohin die Reise geht. Harmoniediagramm, Kolonie. Oh, das kommt aber alles sehr bekannt vor. Training. Benachrichtigungen zum Training anzeigen. Auf jeden Fall anlassen. Systembezogene Benachrichtigungen anzeigen, ja. Automatisch verkaufen. Lass ich mal an. Es geht ja um Benachrichtigungen, ne? Nicht um die Tätigkeit selbst. Untertitel bleiben natürlich an. Autotext mit Stimmen. Autotext ohne Stimmen. Das heißt, dass der Text automatisch weiterläuft, ne? Und du dann nicht extra drücken musst. Muss ich mal im Hinterkopf behalten, weil in manchen Spielen ist das ganz angenehm. Ich hatte beim Epilog von der Definitive Edition von Teil 1, hatte ich das ja eingestellt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, ob ich das in den Einstellungen gemacht habe oder ob das so voreingestellt war. Keine Ahnung. Textgeschwindigkeit setze ich mal ein bisschen nach vorne. Genauso wie das hier auch. Stelle ein, wie schnell unvertonte Texte automatisch. Ja, das ist schon okay. Wir gucken mal, ob mir das schnell genug ist, aber so kann man das lassen. Minikarte, feste Position. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Hier bin ich immer so ein bisschen 50-50, auch stark spielerabhängig. Ich lasse das mal erstmal so. Autoschaden Spieler. Da geht es auch nur um die Anzeigen, ne? Unten steht überall angezeigt, angezeigt, angezeigt. Deswegen zeigt mir so viel wie möglich. Wenn ich mich überfordert fühle, dann werde ich da gegebenenfalls wieder zurückschwenken.
Scheint mir ein bisschen hell zu sein, die Voreinstellung, aber ich lasse das mal erstmal so. Spieleinstellung, Vibration, die machen wir einmal aus. Automissionsaktivierung. Legt eine neu erhaltene Mission automatisch als aktive Mission fest. Nee, das will ich nicht. Das bleibt erstmal aus. Das will ich selber manuell einstellen. Automissionsziele zeigt automatisch die Ziele einer neu erhaltenen Mission an. Das ist okay. Zielerfassungssteuerung, Standard, passt auch. Ziele im Kampf. Bestimmt, welche Gegner im Kampf anvisiert werden können. Aktive Gegner. Nimmt hier ernsthaft jemand aktive Gegner? Also ich sehe nur Vorteile, wenn man selber die freie Wahl hat. Gut, in so Massenschlachten wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich, ne? Aber da hätte ich trotzdem gern die Kontrolle. Na, wir gucken mal. Wähle aus, ob Gegner automatisch anvisiert werden sollen. Ja, warum nicht? Kampf wird automatisch geführt. Außer bei einzigartigen Gegnern und Bosskämpfen. Ist auf aus. Soll auch auf aus bleiben. So, ich glaube so. Kann ich erstmal mit den Einstellungen leben? Darfst du dann auch einmal so einloggen und übernehmen? Was passiert, wenn ich jetzt auf Informationen drücke? Oh. Zusatzinhalte Paket 1 erhältlich. Kann jetzt heruntergeladen werden, wenn du den Erweiterungspass erworben hast. Ich weiß nicht, ob ich sowas erworben habe. Ich glaube nicht. Kannst du die folgenden Items erhalten? Ausrüstung, Verbrauchsitems für deine Reise, neue Kleidung für Noah und die anderen. Kannst diese Inhalte erhalten, indem du im Hauptmenü Erweiterungspass auswählst. Okay, das machen wir dann. Erstmal im Hauptmenü ankommen. Erstmal im Spiel ankommen. Ich drücke auf neues Spiel. Ich tue es. Wähle eine Schwierigkeitsstufe aus. Wir nehmen normal. Ausbalancierte Kämpfe klingt gut. Herausfordernd klingt semi-gut. Wir bleiben bei normal. Die Schwierigkeitsstufe kann jederzeit unter Systemoptionen geändert werden. Okay, Spiel. Jetzt lass mich rein. Lass uns starten. Lass uns einander kennenlernen. Anniversary's gonna start without us, guys. Yeah, move your feet. Hop, hop, run like you mean it. Slow down, guys. Is it true, though? There's gonna be fireworks. Yeah, saw them setting up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Snowpod. Ist das Alkamoth?
colossal martial nations locked in war. Kevez and Agnes. What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most is life itself. Taking each other's lives. With the taken flames becoming your own in turn. While the other, the one whose essence is stolen, leaves only a husk. Bombardier, what are you playing at? How can we claim their life if you blow up the whole sparking thing? Cripple them! Aim lower! Yes, sir! Lower and aim, sir! Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world, Ionios. Cruel irony that it should mean eternity, because slowly but surely, our world is now dying. Even though we have yet to realize that fact. Worry about yourself, Noah. There's still more of them. Even so. Shut it. Stop flapping your gums and move. Yeah, we've got more incoming. Na, wenn einem das Schwert nicht mal bekannt vorkommt, was soll ich machen? Achso, gut. Gut, dass die Textbox jetzt aufploppt, weil ich muss dann mein Headset wieder ein bisschen leiser machen. Ich habe nämlich gerade ziemlich laut gestellt. Also, wen haben wir denn überhaupt? Links sind eingeblendet Noah, Juni, würde ich mal sagen, spricht man sie aus, Lanz und Mwamba. Wamba. Wahrscheinlich spricht man das M nicht, würde ich jetzt sagen. Also entweder Mamba oder Wamba. Ich muss mal bei der nächsten Cutscene ein bisschen genauer hinhören. In der Nähe eines Gegners greifst du automatisch an. Dies wird Autoangriff genannt. Okay. Bleibe in der Nähe eines Gegners stehen, um Autoangriffe auszuführen. Ein Symbol unten rechts zeigt dir, wenn du dich in Reichweite für Autoangriffe befindest. Okay, wird wahrscheinlich unübersichtlich sein, wenn wir einen Haufen Gegner um uns rum haben. Wobei, wenn die unmittelbar um uns rumstehen, dann wird man es wahrscheinlich... wird man wahrscheinlich wissen, dass man sich in deren Range bewegt. Ich stehe jetzt mal hinter dem, in der Hoffnung, dass es irgendwie was nützt. Wir gucken mal. Ich schätze mal, dass du jetzt hier aktuell eh nicht so viel falsch machen kannst. Erstmal abchecken, wie hier überhaupt alles aussieht. Wie kann ich den Gegner überhaupt anvisieren? Geht das schon? Über die Schultertasten auf jeden Fall nicht. Löse ich hier gerade... Nee, das sind Autoangriffe. Wobei, habe ich gerade einen Extraschlag ausgelöst? Ich habe gerade die hintere... linke Taste einmal betätigt und ich meine, der haut dann separat zu. Weil wenn ich gar nichts mache, macht er den. Wobei, nee, ich glaube, das ist eher Zufall. Nee, das ist Zufall gewesen. Spielt mir schon wieder Sachen ein, die gar nicht da sind. Und links neben den Charakteren, da sind so komische kleine Symbole. Und Noah und Wamba haben...
Das gleiche Symbol. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre Lance oder Lance so ein Tank. Juni, weiß ich nicht, eine Art Magierin, Heilmagierin vielleicht, aber ein Ausrufezeichen zeigt dein nächstes Ziel. Die Zahl gibt die Entfernung bis zu diesem Ziel an. Aus welchem anderen Spiel kenne ich das? Kommt vertraut vor. Alle Tipps, die dir im Verlauf des Spiels angezeigt wurden, kannst du dir im Hauptmenü erneut ansehen unter bla und bla. Okay, alles standardmäßig, soweit, so gut. Oh, kann mich schon bewegen. Das erinnert ja alles ein bisschen an Temperance. Ja, holy shit, das sind aber Riesenviecher. Erste Assoziation war ja... Oh mein Gott, man kann springen. Aber das konnte man schon immer, ich weiß. Aber trotzdem, das ist immer so ein... Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Ist trotzdem immer so ein Wow-Moment, wenn man realisiert, dass das geht. Wow, genau so ein Wow-Moment ist es auch, wenn man das erste Mal in ein Menü reinstolpert. Das ist alles sehr, sehr anders und sehr, sehr ungewohnt im Vergleich zu den anderen. Hey, guck mal, wir haben Nobongas. Also im Vergleich zu den anderen Teilen. Ich kenne übrigens nur Teil 1 und 2 und den Torna DLC, aber noch nicht Xenoblade Chronicles X. Das ist das Einzige, was mir jetzt so aus meiner Xenoblade-Riege noch fehlt. Verschiedene Klassen. Ich dachte gerade, ich habe Stimmen gehört, aber das kam von draußen. Also ich habe es mir nicht eingebildet, aber es kam auch nicht aus dem Spiel. So, Stärkung bei Rang 10. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal Rang 10 erreichen, bevor ich anfange, hier einzutauchen. Was haben wir hier an Statuswerten? Heilkraft, Geschick, Agilität, Blockrate, physische Abwehr, Ätherabwehr. Danke, dass ihr Ätherabwehr nicht wieder abkürzt. Danke. Da muss ich mich nämlich nicht fragen, ob ETA für Ätherabwehr oder Ätherangriff steht. Da kam ich jedes Mal durcheinander. So, gesperrter Sockel, Stufe 30. Was wohl hier die Maximalstufe ist? Also, wenn ihr das schon wisst. Ich glaube, ohne das nachzulesen, kann man das so früh schon gar nicht wissen. Aber das könnt ihr mir gerne mitteilen. Schwertkämpfer, ACCA. Was heißt das? Bei A habe ich wahrscheinlich meinen Fokus und alles, was mit diesem Symbol irgendwie korreliert, ist bei ihm stärker. So ein bisschen wie das Skalierungsmodell in Dark Souls. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann man hier auch die Charaktere ein bisschen genauer sehen. So, warte mal. Wer hat denn welchen Fokus eigentlich? Er hier ist bei Angriff und Geschick im Vorteil. Sie bei Heilkraft und Geschick, wobei sie relativ ausgewogen ist. Hier haben wir auch Angriff und Geschick primär. Und hier haben wir einen sehr hohen Geschickwert. Also Wamba ist dann wahrscheinlich eher so der... Aber da steht es auch, er ist Scharfschütze. Ich hätte jetzt Schurke gesagt, aber das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Hier steht mächtige Wache. Ach, guck mal, hier steht auch die Jobklasse quasi. Er ist Angreifer, erkennbar im kleinen Schwertsymbol, Heiler und Verteidiger. Okay, also erste Einschätzung war schon mal nicht so ganz verkehrt. Und unten rechts sehen wir, was die für Skills haben, oder wie? Aber die kann ich noch nicht einsetzen, vermutlich. Was ist Wertdetails? Achso, das kann ich ausblenden und wieder einblenden. Was ist Einzelheiten? Da komme ich dann nochmal in dieses Menü. Und kann mir hier, ja, noch ein bisschen mehr angucken. Okay, Ansicht ändern. Achso, dann kann ich den... Einmal im Kreis drehen, wundervoll. Okay, Ausrüstung, da war ich schon mal drin, alles klar. Ich glaube, soweit so standardmäßig. Oh, die Karte. Ich hoffe, die wird hier gut. Gibt nichts Schlimmeres, als in so einem riesigen Spiel, also ich gehe mal davon aus, dass es hier auch riesig wird, eine Karte, auf der du dich nicht zurechtfindest, beziehungsweise die dir eher das Leben schwer macht, als dass sie dir wirklich weiterhilft. Aber ich glaube, das ist noch zu früh. So, Tipps brauchen wir erstmal nicht. Amiibo, WTF. Warte mal, Option, das war das, wo wir zu Beginn schon drin waren. Steuerung, Speichern, okay. Und Erweiterungspass. Abenteurer, Versorgungspaket. Was ist, wenn ich das auswähle? Kriege ich das jetzt einfach so umsonst? Du erhältst nützliche Ausrüstung, Verbrauchs-Items und neue Kleidung. Nopon, Silbermünze und Goldmünze. Was muss ich machen? Erwerben. Das ist aber bestimmt wieder mit Kosten verbunden. Oder war das jetzt umsonst? Das mache ich eigentlich echt selten. Aber ich wurde am Anfang darauf hingewiesen. Und Trails of Cold Steel hat mich gelehrt. Erweiterungspass. Ne, ich bin hier, glaube ich, mal raus.
Man muss dafür bezahlen, ne? Ich bin nicht so DLC erprobt, weil ich echt selten mit DLCs zulege. Und heutzutage noch weniger als früher. Ich lasse da mal die Finger von. Ich glaube, die wollen nur mein Geld. Geschenkt kriegst du hier nichts. Oder ich habe was falsch gesehen, aber ist auch nicht so wichtig. So, ich gehe mal erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Ich werde bestimmt gleich abgestraft. Aber wir gucken mal, inwiefern ich meine Grenzen hier ausloten kann. Wir können den Kampfplatz nicht verlassen. Okay, Lanz. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auch auf, dass das keine gute Idee war. Aber die Visualisierung, die finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Weil sehr eindeutig und ich würde sagen, für die Orientierung förderlich. Starte einen Kampf durch Ziehen deiner Waffe, indem du einen Gegner anvisierst. Wie denn? Und dann A drückst. A ist rechts. Okay, ich spiele nicht so oft auf der Switch, muss ich dazu sagen. Deswegen komme ich immer mit den Tasten ein bisschen durcheinander. Ziehe dich durch gedrückt halten von A zurück. Durch gedrückt halten. Na, das muss ich aber ein paar Male üben. Das vergesse ich sonst ganz schnell wieder. Nähere dich einem Gegner, um ihn automatisch anzuvisieren. Drücke L oder R bei mehreren Gegnern, um zwischen ihnen zu wechseln. Okay, also die oberen Schultertasten dann, ne? So. Ich greife dann einfach mal an. Ich muss mir unbedingt merken, A halten zum Flüchten. Das brauche ich vermutlich relativ oft. In den anderen beiden Xenoblade-Teilen bin ich ziemlich oft geflüchtet aus der Not heraus. Weil du beim Erkunden halt erfahrungsgemäß immer wieder Gegner anlockst, die du gar nicht anlocken willst. Und dann hast du den Salat, ne? So, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt gerade auch nicht machen. Außer hier zu stehen und vielleicht über die Schultertasten zu üben, anderen anzuvisieren. Aber das sollte intuitiv funktionieren, weil das so ein bisschen die Standardsteuerbelegung ist. So, Agnus Angreifer. Agnus war das eine oder der eine und der andere fing irgendwie mit K an. Techniken sind stärker als Autoangriffe. Aktiviere sie durch Drücken von XY oder B. Und da geht's auch schon los. Hast du eine Technik eingesetzt, kannst du sie nicht sofort wieder einsetzen, sondern musst erst warten, bis sie sich neu aufgeladen hat. Das braucht etwas Zeit. Man kennt's. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Ich find's ein bisschen irritierend, dass die so mittig angeordnet sind unten, die Skills. Wisst ihr, was ich meine? Die sind nicht unten rechts in der Ecke, sondern halt aber auch nicht ganz mittig, sondern so versetzt irgendwie. Das wird, glaube ich, 2-3 Folgen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Warte mal, aber erstmal hier ein bisschen... Warte mal, ich sehe aber auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, wen ich eigentlich im Fokus habe. Warte mal, wo sehe ich wen ich... Also ich sehe anhand der Linien, wen meine Mitstreiter gerade angreifen. Ist es dieses wackelnde Symbol da über ihm? Muss ich mal beim nächsten Mal drauf achten. Ich habe jetzt hier, glaube ich, nämlich gerade nur noch einen Gegner. Warte mal, den kann ich doch schneller kaputt hauen, oder nicht? Indem ich, jawohl, Skills einsetze. Gewinne den Kampf, Haken dran, sehr schön. Aber das Menü, das wird doch hier irgendwie noch neuer Tipp verfügbar. Das wird doch noch erweitert, oder? Weil normalerweise, warte mal, wie kam ich nochmal ins Menü zurück? Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Zielort, besuche die genannten Ziele. Da wollte ich gar nicht hin. Hier ist das Dings. Weil normalerweise, also so kenne ich das aus den meisten Spielen, sind dann die Sachen immer ausgegraut, ne? Die man noch nicht anwählen kann. Aber hier wird die Liste wahrscheinlich auch erst um Sichtbarkeit erweitert, wenn man das entsprechende dann freigeschaltet hat. Holy shit. Ich kann mir irgendwie, also ich habe so eine ungefähre Vorstellung davon, was uns vielleicht beim Endkampf erwarten könnte. Irgendwas sagt mir, dass solche Riesenviecher da ihre Finger mit im Spiel haben werden. Aber wir werden sehen. Noch ist es definitiv viel zu früh. Wetten werden übrigens angenommen, wie lange dieses Let's Play hier dauern wird. Ich bin selber ganz schön gespannt. Angriff. Habe ich eigentlich jemals hier schon was eingesammelt nach einem besiegten Gegner? Ja, dieses komische Symbol hier über dem. Ja, okay, jetzt habe ich die Bestätigung. Dieses wackelnde Symbol über dem zeigt, wen ich gerade anvisiert habe. Das hat 1-2 Kämpfe gebraucht, bis ich das realisiert habe. Und Angriff hoch. Was ist das hier für ein Kreis? Hat da jemand so ein Buff... zum Buff aufgebaut und wenn man dann im Kreis steht, hat man dann einen Kampfvorteil entsprechend?
They outflanked us! Lance! The front line! That Trish's team? Uni, how are things with Kite? What about our backup? Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Let's go! If the front line breaks, we're all dead! But the position! We can handle this ourselves! Go on, move it! Alevnis! That's what's hitting us! Well, now we know. It's do or die, Noah! Got it! Oh, Ulula. Hi. Was ein etwas höheres Level als unser eins. Spezialtechniken sind stärker als normale Techniken. Eine Spezialtechnik kann durch das Drücken von A aktiviert werden, sobald die runde Ladeanzeige voll ist. Da war eine Ladeanzeige, okay. Spezialtechniken A, jetzt sehe ich sie. Spezialtechniken laden sich auf, indem du Aktionen ausführst, die von der Rolle eines Charakters erwartet werden. Man nennt diese auch Rollenaktion. Aha, und was ist, wenn wir aus unserem Käfig ausbrechen wollen? Und etwas abseits unserer Rolle vollziehen wollen? Nimm bei dem Einsatz von Techniken mit Positionsbonus die richtige Position ein, dann blitzt das Spezialtechnik-Symbol rot auf und deine Spezialtechnik wird enorm aufgeladen. Beim Einsatz von Techniken mit Positionsbonus wird das so angezeigt wie im Epilog von der Definitive Edition von Teil 1, wenn ich richtig bin, oder muss man das irgendwie selber richtig einordnen. Aktionen, die effektiv Schaden zufügen, wie zum Beispiel kritische Treffer oder Kombos, zählen auch zu den Rollenaktionen und laden deine Spezialtechnik etwas auf. Wenn du in dem Moment Anschlussangriffe, in dem Moment, in dem ein Angriff trifft, einen neuen Angriff ausführst, schließt du damit unmittelbar an den alten Angriff an. Du kannst Techniken an Autoangriffe anschließen und Spezialtechniken an Techniken. Ey, das ist, glaube ich, voll wichtig, ne? Man liest das immer einmal so schnell weg, ganz am Anfang vom Spiel. Dabei ist das vielleicht in 50 Spielstunden noch relevant, wenn du das vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hast. Also Techniken an Autoangriffe und Spezialtechniken an Techniken, von der Reihenfolge her. Muss man sich merken, sollte man vermutlich. Dadurch wird die Ausführung beschleunigt und du teilst schneller Schaden aus. Okay. Bisher scheint das alles noch irgendwie stemmbar. So, guck mal, jetzt kann ich Extremschlag einsetzen. Oh, das zeigt irgendwie, das hat einen Finger auf den unteren Skill gezeigt. Ich glaube, das lag an meiner Position, weil das ist der Klingenbohrer und da steht was mit Rückangriff. Ich hatte, glaube ich, einen Vorteil, weil ich hinter ihm stand. Moment, jetzt bin ich gerade vor ihm. Ich stehe hier ganz schlecht. Kommt der Finger wieder? Nö, jetzt kommt er nicht. Jetzt bin ich aber immer noch hinterm Gegner. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verguckt. So, komm, ich will jetzt einmal den Spezialangriff machen. Aber ich wette, das ist so ein Tutorial-Abschnitt, wo du den auch erst besiegst, wenn du den Extremschlag einmal vollziehst. Ja, das Ding leuchtet ab und zu mal auf. Aber es geht jetzt! Jetzt zeigt da wieder der Finger drauf. Cool. Hat das irgendwie Sinn ergeben? Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Damage ausgeteilt, wenn ich das direkt im Anschluss an eine Technik rausgeballert hätte, ne? Diesen Fingerzeig habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, ich hätte ihn gecheckt. Aber als ich das zweite Mal hinter dem Gegner stand und der Finger dann nicht mehr auftauchte, dann dachte ich mir, okay, irgendwas habe ich da scheinbar doch nicht kapiert. Oder ich stand tatsächlich einfach nur falsch, keine Ahnung. Aber ich glaube, Ulula werden wir besiegen. Mir wurde auch noch nicht mitgeteilt, wie ich jetzt zum Beispiel Items oder sowas nehme, falls das hier überhaupt geht. Vermutlich wird es das nicht, aber sag niemals nie. Guck mal, wenn ich hier im Kreis stehe, ne? Dann mache ich doch bestimmt mehr Angriff. Oder nicht? Probier das einfach mal. Ich weiß nicht, wird das irgendwie visualisiert, ob meine Theorie stimmt. Oh, jetzt ist noch ein Kreis aufgetaucht. Sehr gut. Aber ich treffe den. Ah doch, ich treffe den von hier. Oder? Ich weiß nicht, ob ich zu weit wegstehe, aber der ist gleich tot. Lance, halte durch!
Gleich haben wir ihn. Tschüss. Baumfeld. Autschen. Wie viel Tonnen mag so ein Teil wiegen? Victory! Ah! Victory is ours! We won! Yeah! We won! We won! Your lives are ours! Noah scheint auf jeden Fall ein eher nachdenklicher Protagonist zu sein, was ihn erstmal sympathisch macht, finde ich. Wir haben aber auch noch nicht so viel von ihm gehört und gesehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wen ich hier steuere, beziehungsweise aus welchen Leuten sich meine Gruppe zusammensetzt, was die so ausmacht und auf welcher Mission die unterwegs sind. Oh. Die Königin? Every one of us is born looking like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. Yes. All of us live only to fight. Cut that out! Stupid Noah! Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's you they're after here. Just take out their attackers and we're golden. They're gonna get it handed to them. Ah, flickering hoop. You're as slippery as Noah sometimes. Uni. Chick never shuts up. Kite! Range darts! Easy! Up.
okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking deadweight. Hey! Change of plan. Kite, you keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? But he's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off, but the fight will be good as won. Yeah! Yeah! Noah, can we flank him? Noah! They're not in their usual formation. Wait, what? We're snuffed! Kai's just a decoy, so they're really after... Ugh! Quick thinking, Lance! Lance? Tough guy? But you can't hold out forever! Spark! You stay put. They want to take you out the running. Yeah, but... Don't you leave that snuffing spot. Why would you... Should have done that much sooner! Play the hero, didn't he? You really think you could have taken them? I think Yoren did the right thing. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on, he was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us the chance to turn it around. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but... Just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so... Sorry! Oh no. What big day?
the birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Oh. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, weren't you? Cut it out. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years. Most lose their lives on the battlefield before they reach year 10. But those who do survive to the end are honored in a special service. We call it the homecoming. Morning, Yorin. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Get a move on. Quick, we're gonna miss the homecoming. First one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? Wenn du nur 10 Jahre alt werden kannst, das muss man sich mal so überlegen, dann hast du echt ein kurzes Leben. Und dann hat ein Jahr deutlich mehr Wert als in unserem Leben, mit unserer durchschnittlichen Lebensdauer, die wir so zu erwarten haben. Und was passiert dann nach der Heimkehr? Vermutlich sehen wir das jetzt. Oh oh. Whoa! Even the queens come out! So that's Her Majesty, huh? Wow! I've never seen her before! So cool! I heard the stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course! And you, Noah, right? Huh? Sure. Yeah, you bet. Our lives came from the Queen. And we all lived for a chance to take part in the homecoming. The chance to return to the Queen's embrace. Carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Until that day.
Wunderschön. So traurig dieses Ritual auch ist, aber es ist rein vom visuellen Aspekt her halt sehr schön anzuschauen, ne? Aber der Umstand, dass die Leute alle so fasziniert und so begeistert sind, zeigt auch irgendwie, dass sowas ziemlich selten passiert, ne? Das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung. Wenn du das jeden Tag miterlebst oder jede Woche, dann wäre das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so besonders. Aber deren Gesichter haben eher ausgesagt, dass sie das nicht allzu oft zu sehen bekommen. Das ist eigentlich auch kein Leben, ne? 10 Jahre, nur um dann wieder von einfach zu verschwinden. Ist natürlich interessant, was die Königin für Intentionen hat, ne? Was die antreibt. Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy? Well, yeah. They don't have an overseer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an overseer. Right. Is my voice that deep? Shot at you. Wasn't trying to be anyone specific. Right. I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! Oh! Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Ich find's irgendwie schön, dass er dem Feind die letzte Ruhe erweisen möchte. Weil ich meine, die stellen ja keine Gefahr mehr dar, ne? Insofern, warum nicht? Oh, ist das erste Gebiet jetzt? Oh, das Bild ist schön. Sieches Feld. Das lädt förmlich ein zum Dahinsiechen. Oh, wenn ich schon lese Reisepunkt entdeckt, da kommt schon wieder der ganze Entdeckerdrang zurück, den man aus den anderen Teilen kennt. Fackelscheinhügel steht da, aber an dem Ort befinden wir uns nicht, ne? Obwohl das optisch ein bisschen danach aussieht. Wenn du auf deiner Reise neue Orte entdeckst, erhältst du Erfahrungspunkte EP. Wichtige Orte heißen Reisepunkte und schwer zu entdeckende Orte sind Geheimpunkte. Juhu! Wenn deine gesamte Gruppe während eines Gefechts kampfunfähig wird, kehrst du zum letzten Reisepunkt zurück, den du vor dem Kampf passiert. Hast. Jawohl. Ah doch, Fackelscheinhügel, alles klar. Oh, 5 niedliche EP. Das ist aber cute. Die Minikarte befindet sich oben rechts im Bildschirm. Sie zeigt die unmittelbare Umgebung der Charaktere sowie Missionsziele. Drücke R zum Vergrößern der Karte. Die sah so grellrot aus, ist aber nicht dauerhaft so, oder? Wenn du einmal Probleme hast, zu deinem aktuellen Zielort zu finden, drücke einfach, ja genau, das merke ich mir jetzt natürlich total, ZL und Y. Dadurch wird der kürzeste Weg zu deinem Ziel angezeigt. Soll ich mir vielleicht aufschreiben? Mache ich in der Nachbearbeitung eventuell, wenn ich es nicht vergesse. Der kürzeste Weg ist allerdings nicht immer der sicherste. Manchmal führt er auch durch besonders starke Gegner oder ähnliches. Suche dir in diesem Fall besser deine eigene Route. Okay. Also ich muss sagen, vieles sieht auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, als man es von den Vorgängern kennt. Aber irgendwie fühlt man sich auch sehr zu Hause. Sind das alles leuchtende Punkte? Sind das alles Punkte zum Einsammeln? Nee, das sind... Sind das Gegner? Nee, das ist was zum Einsammeln. Was habe ich denn da bekommen? Neuer Tipp verfügbar. Habe ich gerade einen Tipp eingesammelt? Bist du auch ein Tipp? Nee, du bist Geisterholz. Okay.
So, hier kann ich also Zeug sammeln, aber ey, ich muss jetzt wieder stehen. Ich werde direkt im Anschluss die nächste Folge aufnehmen, denn ich glaube, jetzt geht's erst so richtig los. Und ja, ich bin sehr gespannt, liebe Leute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.